Hallo, meine lieben Freunde. Ja, ihr wisst ja, morgen, da machen wir einen Spieß. Und ja, guckt euch an. Ich habe schon hier was probiert, wa? Und es hat nicht funktioniert. Ja, für den Spieß haben wir natürlich Hähnchenfleisch. Und da müssen wir herabmachen, auch nicht feucht, ne? Um die einlegen. Habe ich schon vorbereitet. Also wie gesagt, ne? Hier, könnt ihr mal gucken hier, da habe ich meinen normalen Barbecue abgenommen, habe den schön mit Wasser, ja. Und da kann das schön aufquellen, soll er ja auch. Ja. Und dann habe ich hier eine riesengroße Schüssel hier, könnt ihr mal schauen, ja. Und da mache ich dann das Hähnchen rein. Ich habe 2 Kilo Hähnchen, die sollen mit dem Rub da eben verbunden werden. Aber ich mache ein bisschen Öl dran, damit es besser haftet. Nehme ich heute mal, ja, was nehme ich heute? Olivenöl. Olive Oil. Sieht ja aus wie, naja, ihr wisst schon. Das habe ich jetzt dran. Verrühre ich jetzt mal schön. Ja, ich denke mal, das reicht. Oder? Nehmen wir dann einen Pinsel und dann pinseln wir alles schön ein. Hier seht ihr, das setzt sich ein bisschen ab, oder? Das Öl. Alles gut. Also ich hab dann mal hier ein paar Titten hier. Ja. Seht ihr. Naja, die schneide ich mir jetzt zurecht. Ja, es sind ja immer 2 drin, aber halb hier 5 Pakete. Macht 2 Kilo. Auf meinen riesen Spieß. Wo ist mein Messer? Ah, nie. Ja, hier ist es. Hier. Ja, da mache ich hier so schöne Stücken. Also einmal teilen, denke ich mal, reicht. Was ist denn das hier? I. Weg damit. Na, der Hund kriegt das nicht, weil es ja die Flügel hat. Das ist auch nicht gut. Da mache ich nochmal so ein Stück und so ein Stück. Ja. Also was nicht auf dem Spieß passt, das mache ich dann einfach so. Da bin ich nicht, ne? Da kenne ich nicht, mehr nicht. Das Ding, ne, war natürlich wieder im Geschirrspüler. Ja, meine schöne Paste, ne? Damit mariniere ich jetzt die schönen Stückchen. Also es sind 2 Kilo. Das ist richtig viel. Und da werde ich schon 2 Spießen machen müssen, ne? Also erstmal packe ich hier mal hier drin, ne? Hier. Hier, passt mal auf. Hier, guck mal rein. Da. So sieht es dann aus, wa? Also ich mache da hier alles neu. Ja, so zack und zack. Die ganzen 2 Kilo. Und dann habe ich hier so richtig geiles Zeug, ne? Ja. Das ist ja cool. Das ist mein Gewürz. Einfach nur eingeweicht im Wasser und dann mit Öl verfeinert. Und da könnt ihr das richtig einpinseln. Oh, fein. So, hier alles hier drin. Dann geht's weg. Schmeckt nicht. Also. Nee. Also essen ist nicht gut. Einfach zu aromatisch. Oder? So, jetzt habe ich das hier alles drauf gebindelt. Zack, zack, zack. Oh ja. Fein, fein, fein. So, wollen wir mal gucken, ja? Guckt da mal her. Na hier, guckt mal. So sieht es dann aus, wa? Das sind dann 2 Kilo Hähnchen. Und falls das nicht auf einen Spieß passt, dann mache ich einfach 2. Ja, muss halt vorbereiten. Schön ist vorbereitet, dann kann es schön durchziehen, bis morgen. Mache ich lecker Spieß. Wir sehen uns. Bis dann. Da sind wir jetzt. An der frischen Luft, wa? Gestern haben wir ja
unser Fleisch schön eingelegt. Wo ist denn das? Gestern haben wir das Fleisch eingelegt. Habe ich vorher noch mal geschüttelt. Gucken wir mal rein. Jawohl. Das sieht doch mal gut aus, ne? Feinstes Hühnchen, 2 Kilo. Und das wollen wir heute auf den Spieß machen. Ich muss noch gucken hier. Also mein Brett ist ungefähr so breit, wie ich drauf machen darf. Ja, das ist einfach nicht größer, ne? Der Grill, meine ich, ist ja bloß ein 47er vom Onkel Weber, aber reicht vollkommen aus für mich. Zuerst kommt weg der Hund. Der Hund ist wieder am Eimer. Also wir machen drauf das Fleisch, wie gesagt. Das wickeln wir noch schön ein, ja, in Baconscheiben. Natürlich Zwiebel, ja, die brauchen wir natürlich. Und Paprika, da habe ich einmal so einen langen hier, Spitzpaprika und 2 normale. Machen wir zuerst die Paprika. Ups. Ja, machen wir einfach hier, schneiden wir einmal auf. Kerne raus, wa? Ist jetzt kein Problem. Da ist ja gar nicht viel drin, ne? Da ist ja gar nicht viel drin. Ja. Andere noch raus. Ja, manche essen ja das alles mit, wa? Mit Gehäuse und hast du nie gesehen. Kann jeder machen, wie er will. Schneiden wir uns gleich ein paar schöne Stückchen raus. Das wird bestimmt zu groß, ne? So, na, einwandfrei. Was wir heute nicht brauchen, das können wir auch ja wunderbar so auf dem Grill machen, wa? Das ist alles kein Thema. So, schneiden wir gleich hier runter. Hund, geh weg. So, habt ihr gleich die richtigen Scheiben, wa? Braucht ihr ja auch nicht hier rumfaxen. bis runterschneiden. Na, einmal war ja. Schnell, 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 fertig. Ich hatte eigentlich so einen Dreierpack, aber die habe ich dann leider gebraucht für mein, ja, für gestern, vorgestern. Was haben wir da gemacht? Gulasch. Da brauchte ich die grüne, ja, aber naja, ist halt jetzt keine grüne da. Ja, wunderschöne Scheiben werden das, ne? Braucht er nicht irgendwie schnippeln oder was, einfach ab. Da bleibt wirklich nur das Gehäuse übrig. Gut, ja, ein paar Kerne, ja, die kann man ja rausmachen. Das ist kein Problem. So, letzte. So, seht ihr das? Einwandfrei, Paprika fertig. Kerne weg. Dann haben wir unsere coole Zwiebel. Hier, Gemüsezwiebel, ja. Cooles Ding. Wir hoffen aber, dass es in Ordnung ist. Und, oh ja, sieht gut aus. Sieht gut aus. Mal kurz schälen hier. Da ist ja nicht viel dran, wa? Ich will nicht alles auf das olle Brett machen. Die Schale hier. Naja, Stunde später war ich dann mal fertig. Ja. So schneiden ist nicht gut. So schneiden ist gut. Na, da kommen uns nämlich die Dinger so richtig abholen hier. Na, ich mach gleich doppelt, aber. Also einfacher hier brauche ich da nicht. Da muss ich noch ein Stück abschneiden hier. Sonst kriege ich das hier auch nicht ab. Ja, seht ihr, da kann man dann schön drauf machen. Klar, werden immer kleiner zum Schluss hin, ist ja logisch. Ja. Was ist das hier? Oh, schmeckt doch so. Ist doch Gemüse, Mensch. Die Gemüsezwiebel, die ist ja auch nicht so scharf. Ja. Mache ich dann jeweils eine dicke vorne und eine dicke hinten hin. Genau. Ja, guckt euch an, zack. Na, ja. Einmal der Anfang und das andere nehmen wir zum Abschluss. Das wird doch perfekt. Im Bacon. Den müssen wir gleich aufreißen hier. Ich eigentlich mal vorbereiten können. Ne? Immer so ein wunderschöner Bacon, schön fettig, wie ihr es hier hört. Den werde ich gleich mal auseinanderfriemeln hier, damit ich den dann besser wegnehmen kann. Naja, egal.
Auf jeden Fall ziehe ich mal jetzt Handschuhe an. Das ist nämlich ein schöner Matscherei da mit den. Mit Zwiebeln haben wir angefangen, danach haben wir erstmal ein Stück Fleisch. Ja, guckt euch an, ne? Ach, hier. Einwandfrei. Ne, brauchen wir aber zwei Stücken. Ein bisschen wenig. Ah, so. Oh, geil. Ob das lecker wird. So. Und da wickeln wir das schön ein. Oh, ja. Stecken wir das hier auf unseren Spieß. So. Na, wenn das nicht würde, dann probieren wir es mit der Paprika. Und ich hoffe ja, die platzt nicht auseinander. Wenn das so sein sollte, müssen wir die halt immer löchern, sozusagen. Ja, machen wir lieber mehr Fleisch drauf. Fleisch haben wir genug da. Also wieder zwei Stückchen. Und das macht er dann halt, bis der Spieß voll ist, immer abwechselnd. Zwiebel, Speck mit Fleisch und früher, naja, der Omi sind so weit, die haben da richtig Speck dazwischen gemacht, die hatten kein Bacon. Die hatten da richtig Speck, damit es ein bisschen saftig wurde, ja. So, jetzt wickeln wir alles fertig. Tada, fertig. Ich will mich ja nicht rühmen, wa? Auch sieht richtig geil aus, ja. So, lecker, lecker. Und damit es noch besser wird, nehmen wir jetzt den guten Pinsel. Und da pinseln wir noch alles ein. Mit unserer schönen Soße hier, ne? Damit alles schön ein bisschen Geschmack kriegt. Mit der Marinade. Guckt es euch an, ja. Ja, natürlich ist, wie gesagt, schon wieder was übrig geblieben. Aber das ist kein Problem, das Fleisch. Das brate ich einfach parallel. Und da kann ich die ganze Woche noch ein bisschen futtern, ne? Jawohl, ja. Aber habt ihr gesehen, einer ist kaputt gegangen, ja, leider. So, mein Grill ist auch durchgebrannt. Da können wir jetzt erstmal hier loslegen. So, da wollen wir mal das Ding einrichten hier. Draufgebackt hier. Ja, passt wirklich perfekt, ne? Das passt wirklich perfekt. Motor einhängen. Ja, zack. Und dann noch Strom dran. Zack. Test, ob funktioniert. Dreht sich einwandfrei. Jetzt haben wir unser Geschoss hier. Das ist wichtig, oder? Viele Leute Zwiebeln. Nö, nicht schlimm. Das fädeln wir da ein. Aha. Gerade so, das passt gerade so. Schon fast ein bisschen. Ob es sich dreht. Das ist nämlich ganz schön zu groß hier, wie es aussieht. Die Schraube, die hängt schon voll hinten dran. Wenn ich muss ich ein Stück rausnehmen. Da rutscht hier vielleicht raus. Ich lasse ihn einfach so leiern. Ihr habt gesehen, ich habe den Einsatz reingemacht, den Grillrost, weil ich nachher noch das Fleisch braten möchte. Oh? Und da kann das schon heiß werden und wir machen das Ding wieder zu hier, alle Löcher zu und dann lassen wir das Ding erstmal hier eine Viertelstunde rumpeln. Ich hole mir dann das Thermometer und gucke, wie viel Grad wir haben und dann, wenn es soweit ist, dann lasse ich euch teilhaben am meinem Menü. Bis gleich. Da legen wir jetzt mal so ein paar Dinger drauf hier. Ja, noch ein Spieß mache ich nicht. Nee. Ich grille die einfach mit hier, Kohlen sind ja drin, die kann ich ja direkt grillen, wie ein paar normale Steaks, sind so ein bisschen dicker. Und mein, das ist ein hier von der Zange, vielleicht brauchst du so eine lange Zange, wegen dem Offset, ne? Einwandfrei. Dim, dim, dim. Oh, hier ist noch lauter Dreck. Hab schon mal ein bisschen aufgeräumt, mal schon ein bisschen hier so Müll weg und so, naja.
ganz leiden, wenn der Tisch schon mal so voll ist. Ja, ja, Rest von Paprika, ja, habe ich alles schon aufgefuttert. Ja, da gucken wir unser Fleisch an. Oh ja, das sieht auch schon gut aus. Also, das hier. Mal alles rausnehmen hier. Oder einen Deckel drauf, damit sich hier unser Braten noch drehen kann. Ja, schön. Aber der muss halt noch, ne? In der Zwischenzeit. Einwandfrei. Oh. Also marinieren hat sich gelohnt davor, ja. Das ist richtig schön geil. Oh, nochmal. Ja, durch ist es auch, einmal frei. Naja. Mal nicht so viel essen, ne? Weil nachher gibt es noch Spieß. Haha, da freue ich mich schon drauf. Jetzt wird es auch langsam ein bisschen kalt, wa? Und wir gucken mal, wie viel Grad da unser Monster hat. Hab hier schon da. Hab schon mal gemessen, na klar. Oh, hier. Guckt's euch an, ja. Ist doch ein Träumchen. Mal ausmachen. Dann messen wir mal hier Temperatur. Bam, bam, bam. Dann richtig, 80. 84. Na top. Die beste Temperatur. Ja, mehr brauchen wir nicht, wa? Können wir jetzt runternehmen hier. Hallo, heiß. Ja. Guckt euch an hier, he? Das ist doch mal ein geiles Ding. Heiß! War ganz schön heiß, he? Ja. Gabel. Ja. Da ziehen wir mal so das runter. Sieht auch schon geil aus. Und jetzt. Es ist jetzt hier noch Fleisch mit Schinken, ja, umwickelt. Mit der geilen Soße mariniert. Und Zwiebel. Und jetzt erstmal in meinen Mund. Mmh. Heiß. Mmh. Mmh. Aber. Mmh. Mmh. Oh, das ist so geil. Also, Freunde. Das haut mich völlig weg, ja. Also ihr seht das selber, ich habe schon hier, ne, ein paar von den Teilen gegessen, weil ich Knast hatte, ja, so richtig Hunger hatte ich. Aber das hier, ja, dafür hat es sich richtig gelohnt, mit dem Bacon, ja, das ist so richtig geil, vom Geschmack her. Und, oh, ey, macht das mal nach, das schmeckt so richtig cool. Mmh. Oh. Heiß. Mhm. Es ist einfach nur heiß. Aber schmeckt so lecker. Alles klar, meine Freunde, wa? Das haben wir geschafft. Jetzt geht's rein, weil es ist nämlich richtig saugeil draußen jetzt, ja. Und da wird ein bisschen was gefuttert. Ja, und dann den Rest vom Feiertag genießen und dann ist bald wieder Dienstag. Dienstag ist wieder los, wa? Halb drei starten, LKW und losfahren. Alles klar. Wir sehen uns, wa? Bye, bye. Macht's gut, euer Micha. Bleibt dran.